Ich bin eine ganz gewöhnliche Hausmaus und heiße Stefan, aber alle nennen mich Mausebiber. Als Kind soll ich nämlich versucht haben, Bäume umzunagen. Ja, richtige Bäume, was normalerweise nur Biber, aber keine Mäuse tun. Ich bin in München geboren worden. Und zwar in einem alten Haus in der Paradiesstraße. Dort wohnten wir in einem Geräteschuppen. Großvater, Vater, Mutter, meine vier Geschwister und Isolde, ein Mausemädchen aus der Nachbarschaft, dessen Eltern gestorben waren. In dem Haus wohnte auch noch ein alter Kater. Er hieß Carlo und war schon sehr lahm und kurzsichtig. Wir Kinder hatten weder Angst noch Respekt vor dem Alten. Im Winter, wenn wir im Haus und auf dem Hof nicht mehr so viele Brotbröckchen fanden, mussten wir zum Münchner Hauptbahnhof laufen. Meist ging ich mit Isolde. Auf dem Bahnhof gab es viele leckere Sachen, zum Beispiel Pommes frites. Leider waren sie manchmal durch Ketchup verdorben, dass die Menschen sich aus unerklärlichen Gründen darüber schmieren. Wir hörten auf die Lautsprecher, die all die fremden Städte ausriefen, zu denen die Züge fuhren. Wien, Paris, Hamburg oder Basel. Und Basel? Da war Basel? Das liegt doch in der Schweiz, der Mäuseparadies. Kennst du doch, weißt du doch. Was? Noch nie gehört? Der Großvater hatte uns erzählt, dass in der Schweiz riesige Käse hergestellt werden mit großen Löchern, die von den Schweizer Mäusen hineingefressen werden. Käselochfresser heißen die Mäuse in der Schweiz und sind hochgeachtete Facharbeiter. Und dann, kurz vor Weihnachten, passierte es. Wir liefen über den Bahnsteig und fanden einige Kuchenkrümel. Sie waren wohl aus einem Weihnachtspaket gefallen, das beim Verladen aufgeplatzt war. Ich wollte in den offenen Paketwaggon klettern, aber Isolde sagte, tu es nicht, das ist gefährlich. Ich war so neugierig, dass ich trotzdem hineinkroch. Stefan, rief Isolde mir nach. Im Waggon waren Koffer, Pakete und auch ein paar Schier gestapelt. Ich fraß gerade einen Kuchenkrümel, als mit einem Knall die Waggontür zugeschlagen wurde. Schnell lief ich zur Tür. Stefan, rief Isolde. Ich wollte eben durch den Spalt hinauskriechen, aber der Spalt war viel zu eng. Da gab es einen fürchterlichen Ruck. Der Zug setzte sich in Bewegung. Das Rattern wurde schneller und schneller.
nachdem ich kräftig geweint hatte, sagte ich mir, du musst jetzt sehen, dass du ein Versteck findest. Ich schlich mich durch den Gepäckwagen hindurch in den nächsten Waggon. Hier gab es viele Abteile. Es war wunderbar warm. Ich kroch in ein leeres Abteil unter die Sitze. Ich sagte mir, irgendwann muss der Zug ja nach München zurückkommen. Müde und erschöpft schlief ich ein. Als ich aufwachte, sah ich lauter Beine und Schuhe. Das Abteil hatte sich inzwischen mit Reisenden gefüllt. Die Leute aßen Stullen. Ihnen fielen immer wieder Krümel herunter. Hin und wieder hielt der Zug. Menschen stiegen aus und andere kamen herein. Ich hörte, wie die Stationen ausgerufen wurden. Hagen, Dortmund, Osnabrück, Bremen, Hamburg Hauptbahnhof. Als der Zug in Hamburg ankam, stiegen alle Leute aus. Und ich konnte den Wagen erkunden. Ich entdeckte viele köstliche Dinge. Allein in diesem Waggon hätten gut 3 Mausefamilien Futter finden können. Eines Tages bekam ich einen ziemlichen Schreck. Ich saß gerade unter den Sitzen und verzehrte einen Wurstzipfel. Da fiel ein komisches Ding herunter. Neugierig schlich ich mich an. Es war eine kleine Maus aus Plastik. Ich wollte die Plastikmaus gerade ein wenig beschnuppern. Da stieg ein kleiner Junge vom Sessel und guckte unter den Sitz. Da sitzt eine Maus, rief der Junge. Eine Maus? Och, Manfred, sagte die Mutter, was erzählst du wieder? Der Junge hat einfach zu viel Fantasie, sagte sie zu den anderen Fahrgästen. Neulich hat er einen blauen Elefanten im Schlafzimmer gesehen. Ich verkroch mich in mein Versteck. Mein Nest hatte ich in einer verkleideten Rohrleitung eingerichtet. Eine Ecke hatte ich mit einem Kamelhaarschal ausgestopft, den jemand liegen gelassen hatte. Durch einen Spalt in der Rohrverkleidung konnte ich den Himmel sehen. So wusste ich immer, welches Wetter draußen war. Kletterte ich auf einen Klapptisch und sah durch das Fenster hinaus. Das war also die weite Welt. Wie schön sie war. Tag, Woche für Woche fuhr ich zwischen Hamburg und Köln hin und her. Bald wusste ich noch, bevor der Zug hielt und eine Lautsprecherstimme die Stadt ausrief, welche Station kam. Hamburg, Bremen, Osnabrück, Dortmund, Hagen, Köln, Hauptbahnhof. So ging es an einem Tag hin und am nächsten wieder zurück. Nur manchmal war ich traurig,
wenn ich an die Eltern, die Geschwister und an Isolde dachte. Wie schön wäre es gewesen, mit ihnen zusammen so durch die Welt zu fahren, warm und satt. Aber zum Traurigsein blieb meistens nicht viel Zeit, weil neue Leute einstiegen. Eines Tages, als ich einem Mann und einer Frau zwischen den Schuhen herumlief, geschah es. Eine Fahrkarte fiel auf den Boden. »Och, nach Basel fahren Sie«, sagte der Mann. »Nach Basel? In die Schweiz? Wie schön! Die Frau fährt in das Paradies der Mäuse, mein Traumland!« Ich nahm mir vor, mit der Frau zusammen in den Zug umzusteigen, der in die Schweiz fuhr. In Köln hielt der Zug. Ich hatte mich am Kofferriemen festgekrallt. Ein markerschütterndes Kläffen ließ mich herumfahren. Zwei Bahnpolizisten versperrten mit ihrem Schäferhund der Frau den Weg. Der Köter wollte mir an den Pelz. Er kläffte wie wild und riss an der Leine. Rauschgift, aha, sagte der eine Polizist. Aufmachen, befahl der andere. Warum? Sagte die Frau. Sofort aufmachen, sagte der erste Polizist. Die Frau musste ihren Koffer aufmachen. Während die Polizisten in dem Koffer herumwühlten, lief ich über den Bahnsteig zum Intercity-Zug nach Basel. Unter Lebensgefahr kletterte ich in den Waggon. Welch ein Unterschied zu meinem alten D-Zug. Der Boden war mit weichen Teppichen belegt. Das Eigentümliche an diesem Intercity-Zug war, dass fast ausschließlich Männer darin saßen. Die meisten trugen Anzüge und Krawatten. Es war alles sehr fein und ging lange nicht so lustig her wie in meinem alten D-Zug. Die Sitze waren breiter und mit farbig gestreiftem Samt überzogen. Dieser Zug lief so sanft und leise, dass ich mich erst einmal schlafen legte. Endlich war ich in der Schweiz, im Mäuseparadies. Auf dem Bahnhofsvorplatz traf ich eine Maus. Hoppla, grüß Gott, ich heiße Stefan. Stefan, verstehen Sie? Aber alle nennen mich Mausebiber. Ich bin gerade mit dem Intercity-Zug aus Köln angekommen. Grüezi. Mein Name ist Wilhelm, gell? Ja, mit dem 19:20 Uhr aus Köln? Sag ich doch, aus Köln. Aber wo ist denn die nächste Käsefabrik? Die ist nicht weit. Aber da hast du keine Chance als Maus. Da kommt keine von uns mehr inne. Ja, Wilhelm, wer frisst dann aber die Löcher, die runden Löcher in den Schweizer Käse? Oh, das ist doch nur ein Märli, also ein Märchen. Vielleicht ist das einmal viel früher passiert, aber hüt, mache das nur noch Maschine, für uns Müsli. Ist dabei kein Platz mehr? Nein, nein, nein. Und ich dachte, die Schweiz ist das Paradies der Mäuse, ja.
Das ist es schönst, Merli, sagte Wilhelm, und er erzählte mir, wie man sich als Maus in diesem Land durchhungern müsse. Weisch, sagte Wilhelm, Schweiz ist kein Land für Müsli, da ist alles sauber und ordentlich. Ja, und er wäre schon längst nach Frankreich ausgewandert, wenn er nicht solche Angst vor Zugfahrten hätte. Nach Frankreich? Fragte ich. Ja, sagte Wilhelm, Frankreich ist unter Schweizer Müsse Geheimtipp. Warum sollen wir nicht nach Frankreich fahren, sagte ich. Und ich erzählte ihm, dass ich monatelang in einem D-Zug zwischen Hamburg und Köln hin und her gefahren bin. Toll, rief er, dann fahren wir doch. Wir liefen über die Bahnsteige, bis wir eine Durchsage hörten. Achtung, auf Gleis 10 fährt in wenigen Minuten der Trans-Europa-Express von Basel nach Paris ab. Wilhelm und ich stiegen ein. Während ich unter dem Kasten für die Heizungsrohre ging, lief Wilhelm vor lauter Staunen mitten im Gang. Beinahe wäre er von einem Mann getreten worden. Beide erstarrten vor Schreck. Eine Maus! Unfasslich! Eine Maus im Zug! Der Mann rief nach dem Zugschaffner. Ich schubste Wilhelm in ein Abteil und wir krochen unter die Sitze. Wir versteckten uns ganz hinten an der Wand. Der Zugschaffner kam gelaufen. Was, sagte er, eine Maus im Zug? Das ist ganz unmöglich. Seit 20 Jahren fahre ich in Zügen und habe noch nie eine Maus gesehen. Wir sahen zwei riesige Hände, die sich auf den Boden abstützten, und dann kam das Gesicht des Zugschaffners. Unfasslich, sagte er. Wir schauten uns an, von Aug zu Aug. Kleine, verflixte Mistviecher, schimpfte der Zugschaffner. Ich flüsterte Wilhelm ins Ohr, pass auf, wenn er nach dir greift, dann springst du nach links und ich renn direkt auf sein Gesicht zu. Angriff ist die beste Verteidigung. Wow, eine Maus, die beißen will, schrie der Schaffner. Die ist tollwütig, das steckt an. In Paris wird euch der Kammerjäger holen, drohte er im Weggehen. Zunächst waren wir noch einmal davongekommen. Wir krochen unter die Leitungen der Klimaanlage und suchten uns ein Versteck. Ich schlief bald ein. Wilhelm wälzte sich noch lange unruhig hin und her. Lautsprecherstimme weckte uns. Schnell, sagte ich, nix wie raus, bevor sie kommen. Als wir über die Bahnhofstreppe ins Freie kamen, atmeten wir erlöst auf. Das also war Paris. Paris, das Paradies der Müs, wie Wilhelm schwärmerisch sagte. Wir huschten an den Hausmauern entlang. Auf dem breiten Gehweg, dem Trottoir, standen die Tische und Stühle der Cafés und Restaurants im Freien. Dort saßen in dem warmen Abendwind die Menschen und aßen und tranken. Musik
Wir entdeckten eine Gewohnheit der Franzosen, die uns entzückte. Nach jedem Essen gibt es Käse. Die verschiedensten Sorten. Lange, runde, ovale. Käse mit und ohne Schimmelpilze. Käse mit Pfeffer, Lorbeer und Kümmel. Die Namen dieser verschiedenen Sorten lernten wir durch Pierre kennen. Pierre war eine waschechte Pariser Maus. Wir hatten ihn vor dem Restaurant Les Trois Mousquetaires, also die drei Musketiere, kennengelernt. Pierre bewegte sich mit der allergrößten Selbstverständlichkeit auf dem Trottoir. Er pflegte zu sagen, nicht laufen, sondern schreiten. Was huscht, das sieht man. Wenn wir aber ruhig gehen, dann übersehen uns die Menschen. Paris war nicht nur reich an Genüssen, sondern leider auch reich an Gefahren. Gleich in der zweiten Woche nach unserer Ankunft passierte mir etwas Fürchterliches. Ich saß auf dem Gehweg unter einem Tisch und aß mit Genuss von einem Stück Tortenbrie. Plötzlich bemerkte ich eine riesige Katze. Ich versuchte zu fliehen. Ich rannte um mein Leben. Wo sollte ich mich verstecken? Im letzten Augenblick entdeckte ich zwei dicht beieinander stehende Mülltonnen. Die Bestie versuchte mich mit ihren Pfoten zu erwischen. Was waren das für mörderische Krallen? Was waren das für Erschütterungen? Die Mülltonnen bebten. Plötzlich war es still. Die Katze grinste heimtückisch. Und dann hörte ich das Müllauto und hörte, wie die Müllmänner die Tonnen zum Auto trugen. Je näher das Klappern und Rollen der Mülltonnen kam, desto gieriger wurde das Grinsen der Katze. Dann wurde die erste Tonne meines Versteckes weggetragen. Ich rannte nach Hause. Zu Hause musste ich erst mal weinen. Ich dachte an die Paradiesstraße, an die Familie und an meine Freundin Isolde. Als Pierre und Wilhelm kamen, fanden sie mich ganz verheult. Unter Tränen erzählte ich ihnen von meinem Erlebnis mit der riesigen Katze. Pierre sagte, ah oui, mon ami, tja, man muss die Gefahr lieben, aber sieh, das sind die Vorteile von Paris. Er hatte sich ein großes Stück Käse mitgebracht, das er mir jetzt schenkte. Danke, aber ich wollte jetzt doch lieber wieder nach München zurück. Und auch Wilhelm war die Gefahr in Paris zu groß. Wir saßen noch lange zusammen, aßen und tranken und unterhielten uns über eine Welt ohne Katzen. Dann aber umarmten wir Pierre zum Abschied. Das Letzte, was wir von ihm sahen, war, wie er mit dieser unvergleichbaren Nonchalance über den Boulevard schlenderte, in Richtung unseres Restaurants Les Trois Mousquetaires.
Wilhelm und ich warfen noch einen letzten Blick auf Paris. Dann liefen wir zum Bahnhof, wo wir bald einen Zug nach München erwischten. Als wir uns meiner Heimatstadt näherten, kletterten wir auf den Klapptisch und sahen durch das Fenster hinaus. In wenigen Minuten werden wir in München sein. Gut, sagte ich zu Wilhelm. Wie lange war es her, dass ich von hier weggefahren war?